Von dem Palazzoshof kommt man auf den graziösen typisch italienischen Garten rein, mit Magnolien und wohlriechende Zitrusbäume angereichert. Der Park hat 8 Blumenbeete nach einem äußeren und zentralen Straßennetz ausgeteilt. Eine zauberhafte Szenerie, die mit der inneren Fassade des Palazzos und mit den Eingangsarkaden umgeben ist. Die Cooperativa Terra Rossa, Sozialgenossenschaft Roterde, hat seit einigen Jahren ein Bienenzuchtprojekt für die Honigrente eingerichtet. Auf einer Seite des Gartens ist der Taubenturm, der in der Vergangenheit für die Taubenhaltung verwendet wurde. Die grüne Zone des Palazzos von Tigiano führt zu einem breiten Park von Macchia Mediterranea, voll von hochwassernder Steinheiche und Pinien. Der lange Parkweg des kleinen Waldes führt zu einem Café, das ein Pavillon hat und als Erfrischungspunkt fungiert. Man kann sich in eine unbefleckte Natur versenken, Sport unter freiem Himmel treiben und Freizeit mit den eigenen Kindern verbringen.